Hallo und herzlich willkommen bei CarTech. Es ist da, Unraid 7 ist auf dem Markt. Naja, Unraid 7.0.0 Beta-Version ist auf dem Markt. So, wer heutzutage ein Unraid-System hat, kann natürlich updaten auf Beta 1, ähm, auf die 7er-Version. Oder man kann sie natürlich Unraid direkt kaufen. Ja, das geht auch. Ähm, preislich. Haben die jetzt ein bisschen was geändert? Die haben neue Pakete gemacht, das habe ich gesehen. Die haben ähm, ein bisschen was günstigeres, mittleres, höheres gemacht und so. Ja, war nicht schlecht, war nicht schlecht. Ähm, ich habe jetzt auch schon mal gleich hier für ein neues System eine Lizenz gekauft. So, die Starterversion habe ich gekauft. Das reicht mir vollkommen. Da kann ich bis zu sechs Festplatten anschließen. Und ja, das ist eigentlich für mich, für den privaten Gebrauch oder fürs Spielereien hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Um, ich werde hier ein Mainboard verwenden, das hier, das hatte ich schon mal, ähm, das habe ich aus China bei AliExpress gekauft, das hatte ich auch mal in einem Video gezeigt gehabt, ähm, ich habe davon noch eins, noch eins bestellt, das hat mir so gut gefallen, DDR4 Arbeitsspeicher, zwei Slots, wir haben hier äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 SATA Anschlüsse gehabt, ähm, oder haben es immer noch, dann haben wir noch zweimal NVMe ne, Steckplätze, Zweimal USB-Port auf dem Board, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch top, wenn man ein android system betreibt, dann ist der Stick intern im Gehäuse. Das finde ich nicht schlecht. Das Modell heißt N5105. ja ist auch so ein NAS-Mainboard. Zwei Arbeitsspeichersteckplätze sind vorhanden und ich habe eins verbaut mit 16 GB. Das sieht man hier irgendwo. Ja, da sieht man es. Ähm, maximal kann man 32 GB machen, ähm, brauche ich aber jetzt nicht, ehrlich gesagt, für was so viel ich da brauche, ist jetzt natürlich Nebensache, äh, was aber hier auch sehr schön ist, wir haben hier ähm, 1, 2, 3, 4 mal 2,5 Gigabit Internetanbindung oder Ethernet, nicht Internet, Ethernet-Anbindung, ja, dazu noch USB 3.0 zweimal, dann noch zweimal USB normal, einmal Displayport und HDMI-Port natürlich, das Ding ist relativ klein, 17 x 17 cm. Ich verlinke euch das noch einmal in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr euch das kaufen möchtet, gerne kaufen. Ist nicht schlecht für solche kleinere Spielereien, Nasssysteme zu Hause. Reicht vollkommen aus. Das Ding hat Power ohne Ende. Ähm, was heißt ohne Ende? Ja, es geht, es reicht. Wir werden es auch testen. So ist nicht. Ähm, so, das System ist jetzt noch auf Null, also das heißt, ich habe hier noch gar nichts drin. Ich habe hier 1, 2, 3 Festplatten drinnen. Ähm, zweimal SATA-Festplatten habe ich noch übrig gehabt. Ich glaube, 4 TB jeweils waren das. Und eine SSD-Festplatte habe ich auch noch mit 256, müsste es sein, glaube ich, äh, wenn ich mich nicht irre, 256 irgendwo oder 42? Ja, vielleicht so, ja. Ähm, die werden wir dann zum Cache nehmen, dass wir da ein bisschen mehr schnellere Übertragung haben, klar. Ähm, hier noch der Prozessor Intel Celeron 5 oder N5105 mit 2 GHz Arbeitsspeicher. Ne? Man sieht hier auch schon die Übersicht ein bisschen anders. Ähm, beim 6er -Version, bei der 6er Version von Unraid war das hier ein bisschen anders gestrickt. Ähm, hier haben die, bisschen so die Grafiken ein bisschen geändert, haben sie ein bisschen schöner gemacht. Hier sind die Netzwerkanbindungen: 2500. Ja, das ist ein Anschluss, habe ich jetzt. Uh, Prozessoren, vier Stück. So, dann schauen wir uns mal an. Also vorne, ja, gut, hier das Schaut, schaut ein bisschen anders auch aus. Haben sie auch gemacht. Ja, ein bisschen geändert. Ja, gehen wir mal durch. Hier Array, ja, da haben sie auch. Man kann hier die Slots auswählen. Zuallererst, bevor die herkommen. Ja, haben sie auch schöner gemacht. Ein bisschen Festplatten technisch. Ah, 240 GB ist jetzt. Okay. Und jeweils 4 TB für die SATA-Festplatten. Dann schauen wir mal an, was haben wir denn hier noch? Settings, was haben die hier noch gemacht? Power Mode. Ah, okay. Die haben hier einen Power Mode eingesetzt. Best Power Efficiency, Best Performance mh, Balanced. Okay, ist nicht verfügbar. Warum? Wissen wir nicht. Also man kann jetzt sogar bei Unraid ähm, auswählen, ob man jetzt Strom sparen möchte. Oder die bessere Performance haben möchte. Das ist natürlich ein sehr schönes Gimmick, was die jetzt gemacht haben. Haben sie hinzugefügt. Das gab es bei der 6er Version nicht. Was haben die hier noch? Outgoing Proxy Manager. Hm, okay. Jetzt haben sie einen internen Proxy Manager eingesetzt. Nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, ja. Dann kann man jetzt eigentlich ähm, Android so herrichten, dass man nach außen eine viel bessere Verbindung hat über einen Proxy. Äh, ist auch nicht schlecht. Haben die gut mitgedacht. So, was haben wir hier noch? Community Applications habe ich schon mal vorinstalliert, damit wir die ganzen Plugins alle so installieren können. Was haben wir hier noch an sich so? Ja, anscheinend gibt es bei WM Manager auch noch ein paar Sachen. Die können wir jetzt noch nicht sehen. Die müssen wir noch erstmal das Array starten und dementsprechend alles installieren. Tools schauen wir uns da mal an. Neue Konfiguration hatten wir schon, gab es auch schon. Ja, Sprache habe ich noch nicht. Registration, ja. Ansonsten ist jetzt nicht so viel da. Aber wir werden das jetzt noch im Detail dann mal gucken. Gut. So wir werden jetzt mal anfangen. Das System von null auf aufzubauen. Also, ich habe jetzt hier, wie gesagt, ein neues Mainboard. Dann habe ich jetzt hier auch Arbeitssprecher schon eingesetzt, drei Festplatten vorbereitet und die Lizenz habe ich auch gekauft. Hat mich gekostet 45 Euro und ein paar zerquetschte 45, 30 Cent oder so, wenn man vom Dollar umrechnet. Aber nicht so tragisch. Ist die Sache wert, dass wir mal auch die 7er Version haben. So, gut, wie fangen wir an? Wir müssen ja eigentlich, bevor wir überhaupt Apps installieren, ne, sieht man hier. Zeigt mir hier oben schon Array not started. Also das heißt, ich brauche ein Array, wo ich das draufsetzen kann. Ne, das ist sehr wichtig, sonst kann ich das nicht machen. Ähm, dann gehen wir mal rüber. Und dann werden wir mal anfangen. Wir müssen erstmal den Array aufbauen. Ne, also das heißt dementsprechend, dass ich auch Speicherplatz habe und wo die ganzen Apps und so installiert werden. Ähm, ich mache erst einmal ohne das Cache. Ne, das mache ich jetzt mal ohne. Wir werden hier, ich brauche, was nehme ich denn da? Drei, drei brauche ich da. Dann hätte ich in dem Fall eine Parity Disk. Dann nehme ich die, die 4TB hier und eine Speicherliste in dem Fall. Das wäre dann die hier. Ja, Okay. Das sollte dann soweit passen. Äh, alle Dateien werden auf dem Dingsbums hier, auf der Festplatte, komplett gelöscht, überschrieben und so weiter und so fort, sagt er mir. Das ist klar, das ist schon da. ja. So, dann werden wir das Ganze mal starten. Möchten Sie starten? Ja, möchte ich starten, klar, logisch. Okay, jetzt ist natürlich die Frage: ähm, 4, 4 Terabyte, 8 Terabyte, wie lange der jetzt dafür braucht, das Ding hier natürlich äh, vorzubereiten. Klar, man müssen ja auch noch das abwarten warten. So, wenn wir das mal gemacht haben, werden wir dann äh, Test, also wir werden erstmal die Plugins installieren, dann werden wir diverse Tests installieren oder besser gesagt Tests machen. Wir werden Tests über Netzwerk machen. Wir werden Tests ähm, bezüglich der Datenübertragung machen, was über das Netzwerk ist, weil ähm, das Ding hat 2,5 Gig. Ähm, ich habe auch einen Switch dementsprechend auch schon vorbereitet mit 2,5, ähm, damit wir da natürlich auch mal schön eine Übertragung testen können. So, jetzt ähm, dauert das natürlich ein bisschen, man sieht das schon, äh, es hat natürlich hier Parity, wie lang braucht der? Acht Stunden. Acht, naja sieben Stunden. 7 Stunden 40 Minuten. Ja, geht eigentlich. Ähm, 7 Stunden und nochmal ein paar Minuten. Ist nicht so tragisch. Warten wir ab. Der äh, Rad runter. Ähm, das ist nicht so, äh, ja, so schlimm. Wir werden jetzt abwarten, dass das hier mal fertig ist. Wenn das soweit fertig ist, machen wir auf jeden Fall weiter. So, das Array ist erstellt. Ähm, die Festplatten wurden schön reingelesen. Man sieht es ja, schön auf Grün. Alles okay, alles okay. Hat... Äh, 8 Stunden gedauert. Ja, 8 Stunden. Das ist eine gute, stolze Zeit, muss ich dazu sagen. Aber nicht so tragisch. Und zwar ja, liegt auch natürlich am System oder was für Festplatten man hat. Ne? Wie schnell das alles funktioniert. Aber ist ja gewurscht. Im Endeffekt hat es geklappt und gut ist. So, unser System ist soweit eigentlich fast vorbereitet. Was ich jetzt aber bemerkt habe, ich habe noch keine Docker-Apps installiert und ich habe Netboot und natürlich union server bekommen. Die kamen auf einmal mit. Also nach dem Array. Äh, oder besser gesagt nach dem Array erstellen, kamen die auf einmal mit. Anscheinend hat Unrate das jetzt standardgemäß mit reingemacht. Ja, kann man verwenden, wenn man möchte. Oder kann man auch löschen, wenn man möchte. Ja, überlasse ich euch. So. Äh, wir werden jetzt natürlich weitermachen. Wir werden jetzt mal die wichtigen Apps installieren, die wir brauchen. Jetzt haben wir unser Array, ja, jetzt können wir unsere Apps installieren. Zumal möchte ich mal ein deutsches Sprachpaket installieren. Das ist natürlich wichtig, dass ich das hier mal alles auf Deutsch habe. Das machen wir auch ganz. Das geht relativ ruckzuck und zügig. So, ja, das ging relativ zügig. Gut ist. Dann können wir das System mal auf Deutsch umstellen. Unter Einstellungen. Und hier irgendwo müsste es sein: Display Settings. Und dann hier Sprache auf Deutsch. Dann Apple. Und alles ist auf Deutsch. Sehr schön. Temperaturanzeige, ja, Celsius soll bleiben. Hier gibt es natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, die man einstellen könnte. Zum Beispiel die Schriftgröße. Für mich ist jetzt die Schriftgröße eigentlich optimal. Ich habe es aber schon gesehen, dass viele auch sehr groß und sehr klein machen, je nachdem, was für Displays oder Monitore die verwenden. Aber gut. So, Anzeigebreite verpackt. Ungegrenzt, das lassen wir mal so. Schriftgröße, Zahleninformationen, Datei, Seitenverhältnisse ohne Tabs. Oder Seitenanzeige dann kann man auch machen. Platzierung, Benutzermenüs, Listenhöhe etc. etc. Der Array-Auslastung-Indikator anzeigen. Ja, das kann man machen. Und zwar, wenn man das hier macht, anwenden, dann kommt hier so ein kleiner Balken hin. So, da steht jetzt 2% Auslastung. Ist nicht schlecht. Da hat man mal so die komplette Auslastung vom Array im Überblick. Finde ich nicht schlecht. Ist in Ordnung. Kann man so lassen. Ähm, klar, es gibt natürlich auch ähm, mehrere Möglichkeiten hier. Zum Beispiel Banner. Man könnte jetzt hier einen Banner machen. Ne? Anwenden, dann habe ich hier so einen komischen Banner drin. Ja, aber ich habe es immer gerne mal so schlicht und einfach. Das gefällt mir am meisten und gut ist. Ja, gut. Das war es eigentlich jetzt mal hier für die Anzeigen-Einstellungen. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ähm, ich installiere immer gerne mal meine Dynamics File Manager. Die gab es äh, bei der 6er Version. Ich musste man die als Plugin installieren. Allerdings braucht man das bei der 7er Version gar nicht mehr. Da sind die eigentlich auch schon selber drauf gekommen. Und zwar, wenn ihr unter Freigaben geht und zum Beispiel hier mal auf die Minimold drauf geht, dann sieht sich hier unten die riesengroße Auswahl, was man jetzt machen kann: Erstellen, hochladen, suchen, löschen, kopieren, verschieben, umbenennen und so weiter und so fort. Das war früher standardgemäß nicht dabei. Bei der 6er Version von Unraid. Bei der 7. Version haben sie es jetzt standardgemäß mit reingesetzt. Finde ich nicht schlecht. Die haben mitgedacht. Die haben mitgedacht. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen. So, deswegen können wir das hier natürlich mit der Installation des Plugins äh, hier überspringen. Jetzt schauen wir nochmal rein, was wir dann noch so brauchen. Und zwar werden wir noch zwei Plugins nochmal installieren und zwar die Un Assigned Devices. Gut, einmal das hier und einmal das Plus. Ähm, damit zeige ich euch, was man damit machen kann. Ich installiere es erstmal, weil mit diesem Plugin haben wir es viel leichter, unsere ähm, separat angeschlossenen Festplatten zu bearbeiten, sage ich jetzt mal dazu. So, äh, man kann ja oder man möchte ja gerne mal, ähm, wenn ich jetzt mal in die Übersicht gehe, dann sieht man das ein bisschen besser. Oder halt, nee, ich mache hier Start. So, jetzt habe ich hier die Plugins installiert. Dann sieht man natürlich, davor war das natürlich nur so alle seine Devices aufgelistet und sonst gab es da keine weitere Option. Jetzt haben wir aber bezüglich den Festplatten, die wir nicht im Array haben, haben wir natürlich mehr Möglichkeiten. Ne? Also, unsere Array-Festplatten sind ja für sich selber ein geschlossenes System, sage ich jetzt mal dazu. Das heißt, wenn ich irgendwas auf dem Netzwerk hier mache oder auf meinem Server mache, wird es entweder im Array abgespeichert oder gesichert oder was auch immer. Alles, was mit Unraid zu tun hat, Apps, VMs, Plugins und so weiter und so fort, Freigaben im Netzwerk, geht alles hier ins Array rein. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, noch separat Festplatten anzuschließen. Das heißt, die Festplatte hier ist zwar angeschlossen auf einem SATA-Anschluss im Board selber, ist aber nicht eingehängt. Man sieht sie hier: Einhängen, ist nicht eingehängt, ist nicht im Array mit bei. Das heißt, ich kann hier auf diese Festplatte Sachen machen, was ich will. Ich kann damit tun und was ich will. Ich kann das separat im Netzwerk freigeben, habe aber einen Nachteil. Der Nachteil hier ist: egal was ich mit dieser Festplatte hier anstellen werde. Ähm, ob ich jetzt die separat hier im Netzwerk freigebe, ob ich das hier als ähm, komplette Festplatte durchreichen würde für eine VM-Maschine beispielsweise kann man ja machen, habe ich schon ein Video darüber gemacht. Ähm, kann man das natürlich auch. Äh, oder was er ja gesagt? Äh, der Nachteil hier ist einfach dann die Festplatte ist nicht im Array mit bei. Das heißt, egal was ich hier anstelle auf diese Festplatte hier äh, wird nicht gesichert auf dem Array. Ne? Wenn der Festplatte hier was passiert, dann ist das Ding pfusch, dann ist es weg, kaputt. Bye bye, auf Wiedersehen. Deswegen ähm, muss man sich immer überlegen, ja, wie macht man das? Macht man das hier alles wirklich tatsächlich auf einer Festplatte? Separat drauf, ähm, macht man hier eine VM-Maschine und macht ein Backup dann hier im Array, ne, dass man es halt manuell noch einstellt. Ähm, kann man machen. Klar, kann man machen. So, was haben wir denn für Möglichkeiten für alle seine Devices? Zumal einhängen, okay. Wir können natürlich auch hier die, wenn wir draufklicken, die ähm, Datenträger benennen, aktuell habe ich hier 1, 2, 3, 4 Stück mh, irgendwie aufgeteilt, aber das möchte ich gerne ändern. Äh, und zwar hier Einstellungen, ja. Wir können hier natürlich Pathet True, also Pathet True ist jetzt die, die Durchreichung. Ne? Wenn ich das hier mache, dann wird die Festplatte durchgereicht zu einer VW-Maschine und so weiter und so fort. So, ähm, wir können auch nur äh, Read Only machen, heißt so viel wie, wenn ich sie freigeben würde, dass man sie nur lesen kann und nicht beschreiben kann. Automount ist, ähm, wenn wir das natürlich automatisch einbinden. Es kann ja sein, dass diese Festplatte jetzt nicht eine SATA-angeschlossene Festplatte ist, sondern eine USB-Festplatte. Ne? Kann man auch machen. Man kann ja eine externe USB-Festplatte anschließen äh, bei Unraid und das System erkennt es natürlich sofort. Das heißt, ihr müsst das System gar nicht herunterfahren oder hochfahren, sondern äh, einfach nur anschließen per USB. Und alle seine Devices, das Plugin selber erkennt es sofort. Und ihr könnt natürlich auch sagen, okay, ähm, binde mir das automatisch ein, also Auto einbinden. Automatisch einbinden. Ne, automatisch einbinden. Ähm, wenn man dann noch dazu äh, Einstellungen hinterlegt hat, dass man die Festplatte, die eingebunden wird, beispielsweise ein Backup ziehen lässt. Ne, man steckt eine Festplatte an und das unraid system macht automatisch von der eingesteckten Festplatte ein Backup auf das lokale Array. Machbar ist es natürlich klar, kann man auch machen. Oder man äh, hat die Festplatte im Netzwerk freigegeben. So jetzt ist der äh, Kollege unterwegs mit einer USB-Festplatte, hat da irgendwelche Daten geholt, kommt dann natürlich ins Büro wieder rein und sagt ja, ich habe alle Daten hier drauf, ich tue es anstecken im, im, im Unraid-System und dann können sie alle darauf zugreifen. So äh, klar, ob das natürlich jetzt von der Sicherheitsperspektive sinnvoll wäre, ist natürlich das Nächste klar. Ja, es gibt immer Möglichkeiten oder es gibt immer welche, die sagen, okay, das ist nicht so sicher, da kommt er mit einer Festplatte von draußen an und kein Mensch weiß, was da drauf ist. Ist euch überlassen. Freigaben können wir machen, ne? Partition zeigt er mir an, deswegen. Das Mount Button ist, äh, wenn ich das hier mache, dann habe ich hier keinen Einbinden-Button. Das ist natürlich nur das, mir ist da eigentlich gar nichts. So, jetzt gehen wir nochmal zurück, schauen wir uns das Ding mal an. Äh, was haben wir hier? Einstellungen, jawohl, jawohl, jawohl. Hier sind dann die Einstellungen, die allgemeinen Einstellungen, Einstellungen für die äh, Unassigned Devices. Ähm, USB-Datentrick automatisch einhängen, ist ja auf Nein. Ja. SSD mit discard option einhängen, äh, ist auch auf Nein. Ja. Und so weiter und so fort. Gibt es natürlich hier auch ein paar Optionen. SMB-Sharing ist ja aktuell deaktiviert bei mir. Ja, habe ich ja noch nicht gemacht. Kann ich auch machen, wenn ich möchte. Das heißt, so viel, die. Festplatten, die ich separat anschließe, die nichts mit meinem Array zu tun haben. Ja? Also das heißt, ich, kann, ich muss ja auch gar nicht mein Array freigeben oder ich muss, muss ja gar nicht mein Array irgendwie ein Ordner erstellen und das im Netzwerk freigeben. Muss ich gar nicht. Ich kann hier eine separat angeschlossene Festplatte ähm, per USB angeschlossen oder per SAT angeschlossen. Kann ich natürlich auch im Netzwerk freigeben. Gar kein Problem. Ist machbar. Und dafür ist under Devices, das Plugin optimal dafür. Da kann man natürlich die ganzen schönen Einstellungen hier machen. Deswegen empfehle ich euch das sehr, 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 sehr. Ich werde natürlich die ganzen Plugin-Namen in der Videobeschreibung unten reinschreiben, damit ihr das natürlich auch seht und dementsprechend auch nutzen könnt. So, jetzt gehen wir nochmal zurück und schauen uns hier mal die Festplatte selber an. Datenträgerprotokoll. Gut, das ist ein Protokoll vom Datenträger selber. Ist jetzt für mich uninteressant. Wir hängen das Ding mal ein. Mal einhängen. Okay. So, was haben wir hier? Man sieht hier natürlich auch die Frage. Ja, gut, das ist jetzt natürlich eine Windows-Festplatte gewesen, so wie es ausschaut. Ja, tun wir mal wieder aushängen. So, jetzt haben wir sie ausgehängt. Gut ist, ich möchte sie erstmal formatieren, weil diese vier Dinger hier, das ist es natürlich ein bisschen blöd. Um formatieren zu können, müssen wir erstmal unter hier alles seine Devices, Einstellungen gehen. Und hier ist der destruktive Modus. Wenn ihr draufklickt, man sieht ja schon, was ihr seht, falls die Option aktiviert ist, kannst du Partitionen im Ansehen devices löschen, formatieren äh, und formatieren. Diese Funktion ist aktiviert, nur wenn plassen installiert ist. So, wir haben ja nicht nur alle seine Devices jetzt installiert, sondern alle seine Devices Plus Plugin haben wir auch genommen. Darum ist das Ding da. Und ihr könnt es aktivieren, anwenden. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Äh, Start, hier, wo, da. Und dann kommt jetzt so ein ganz kleines rotes draußen draus. Man kann jetzt hier draufklicken und sagen, okay, ich mache hier mal auf Ja und mache entfernen. Erfolg, hat er weg. Dann das nächste, Ja, weg. Und das hier auch noch. Zap, zap, zap. Alles weg. Gut, wir können natürlich auch hier auf das Ding drauf gehen und sagen, okay, mach hier mal weg, hier alles ja leeren. Ja, dann tut er das komplett natürlich löschen. So, jetzt hat er die ganzen Partitionen gelöscht. Wir können es jetzt auch formatieren. Und dann haben wir hier natürlich ein schönes Fenster. Ein Dateisystemformat. So, wir können jetzt hier natürlich zwischen ein paar schönen, schönen, schönen Dateisystemen auswählen, was wir möchten. An XFS, BTRFS oder ZFS, je nachdem. Ähm, jedes Dateisystem, wie wir unsere Festplatte am Ende machen, ist natürlich dann für sich selber speziell. Ne? Also ähm, diejenigen unter euch, die da bessere Experten sind, was der Unterschied zwischen den drei hier ist, das wüsste ich jetzt im Fall nicht. Also ich habe da noch nie wirklich darauf geachtet. Ja, hätte ich vielleicht mal machen sollen. Aber gut, ist jetzt auch wurscht. Mir geht es eigentlich darum, ihr habt die Möglichkeit mit Unassigned Devices ähm, eure Festplatten, die ihr dann separat hinzufügt, äh, natürlich auch zu sehen, ob das hier, oder besser gesagt, welches Dateiformat ihr nehmt. Ich nehme jetzt XFS und mache einfach mal ja. So, formatiert, gut ist. Ähm, wie gesagt. Die Experten unter euch, die wissen natürlich viel besser, was diese Dateisysteme mit sich bringen oder welches Dateisystem für was genau gut ist. Ne? Also das habe ich jetzt nicht so im Petto, das wüsste ich jetzt nicht. Ist mir relativ auch wurscht, sage ich mal so. Brauche ich jetzt eigentlich auch gar nicht. Gut, ähm, man sieht, es ist, ist drin, ja, eine Partition und jetzt kann ich es einhängen. Jetzt ist sie eingehängt und man sieht hier schon, zack, 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 ähm, 235 GB ist frei. Genutzt wird das hier, das ist irgendwas, was er drauf gespielt hat, keine Ahnung was. Aber jetzt habe ich eine Festplatte noch dazu. Ich kann die jetzt auch freigeben. So, unsere Festplatte ist jetzt auch mit bei. Gutes. Was machen wir als nächstes? Und zwar, ähm, wir haben ja hier noch eine Einstellung unter Power Mode. So, das ist jetzt neu dazugekommen bei Android 7, bei 6er gab es das nicht. Das heißt Best Power Efficiency oder Best Performance. Das heißt, wir können entweder stromsparend einstellen oder beste Performance einstellen. So, wir müssten das natürlich irgendwie ein bisschen testen können. Das müssten wir natürlich machen können. Gut, dafür habe ich etwas dabei. Da wechsle ich mal schnell mal rum. So, jetzt werden wir mal natürlich auch einmal hier unseren kleinen Test machen. Ähm, dazu gehe ich unter Apps und installiere hier TAS-Motor Power Monitor. So, das hier ist natürlich ein Plugin, was dafür gedacht ist. Äh, Kommunikation zwischen einem TAS-Motor-Stecker äh, verlinke ich euch auch nochmal unten in die Beschreibung rein. Ich habe hier so einen kleinen Tasmotor-Stecker. Hier steht jetzt aktuell Proxmox drauf nicht nicht davon irritieren lassen. Der war nämlich bei meinem Proxmox dran. Aber den habe ich jetzt umgesteckt und nehme den jetzt mal für den Test von unserem Unraid. So, ich brauche die IP-Adresse hier auf jeden Fall mal. So, jetzt müsste ich mal irgendwo hier unser Tasmotor Power Monitor. Ja, da ist er ja, den müsste ich aber auch noch einstellen. Und zwar hier. Dann habe ich natürlich hier das Passwort, Device IP. Ähm, wir können hier einstellen äh, für den Preis pro Kilowatt ne? und natürlich auch hier die ja, Euro. Äh, ja, ich brauche ein Passwort, muss hier eingeben. Na, hat er wohl nicht so wirklich, wollte er nicht so wirklich, hat er nicht wollen, wollte er nicht wollen. Also die IP-Adresse mal richtig kopieren. Na, du? so mache ich es jetzt mit der Hand. Dann geht es auch. Oder bin ich da richtig? Ja, bin ich richtig. Und dann müsste es funktionieren. Schauen wir uns mal an. Ja, kommt schon raus. Das tun wir ein bisschen mal hier umändern. Wir können das natürlich so anpacken und hier hochbringen. So machen wir mal da rein. Gut, aktuell zieht der 40 Watt. Oder 41 Watt, ja, nicht schlecht. Effizienz 69 Prozent, 70 Prozent. Okay. Gut, wir haben jetzt auch noch gar nicht so viel auf dem System drauf. Klar. Also 40 Watt, ja, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ähm, diese kleinen Tasmotorstecker, die sind gar nicht mal so schlecht, die sind auch nicht teuer, die kosten nicht die Welt. Kann man nehmen für die Übersicht, für Android auf jeden Fall. Unrate ähm, hat dann nämlich eine sehr schöne Anbindung, wie ihr seht. Man kann das hier schön grafisch darstellen. Man kann hier auch die Preise reinschreiben. Äh, wenn ihr wisst, wie viel Kilowatt bei euch äh, kostet, wie viel Cent die kosten und das natürlich da hinterlegt. Dann hat sie immer so einen Überblick, was ihr aktuell ausgaben habt, was ihr gestern gemacht habt und komplett, ne, wie viel ihr ausgegeben habt. Das könnte man dann mit dem Unrate oder mit dem dann messen, was nicht schlecht ist, was ich toll finde. Ähm, man kann Tasmota auch noch mit einer App am Handy steuern oder bei Home Assistant steuern. Das ist natürlich überall gerne gesehen oder gemacht. Ähm, sind sehr leicht zu installieren oder hinzuzufügen ins System. Was ihr da machen könnt, ihr könnt jetzt theoretisch euer Unraid System im BIOS hinterlegen, dass ähm, Power Off ist äh, oder Power On ist, wenn das Ding wieder Strom bekommt, dass es automatisch hochfährt, dass ihr jetzt da keinen ähm, Knopf drücken müsst, sondern jedes Mal, wenn der Strom reinkommt ins Android System oder äh, ins Mainboard, dass es automatisch hochfährt, dann könntet ihr euren Tasmotorstecker Stecker einfach von der Ferne steuern und sagen an, aus und das System würde hochfahren. Ne? Wäre eine Möglichkeit. Ähm, das Problem dabei ist nur, dass der Array dann nicht automatisch starten würde. Äh, oder vielleicht gibt es eine automatische Einstellung irgendwo bei Unraid, dass das Array auch automatisch startet. Ja, aber das sind so Nebensächlichkeiten. So, jetzt möchte ich gerne mal gucken. Wir haben jetzt hier 40 auf 70 gehabt. 40 Watt bei 70 ungefähr oder 75, ja, sagen wir mal 70% Effizienz. Jetzt gehen wir mal hier rüber unter den Einstellungen und machen das hier mal um. Tun das mal auf Best Power Effizienz anwenden. Fertig. Da bin ich mal gespannt, was der jetzt dann macht oder was genau hier eigentlich sein soll. Ob es da irgendwas gibt, was sich jetzt da ändert. Aktuell nichts. Interessant. Hm. Was genau sich da jetzt ändern soll, habe ich noch nicht erfahren. Aber ja, gut, der, der, der Stromfluss ist immer noch gleich. Effizienz ist auch immer noch gleich. Hat sich jetzt nichts darüber geändert. Gut, äh, weiß jetzt nicht genau. Vielleicht gibt es da irgendwelche noch Einstellungen, die man hier beachten müsste. Ja müsste jetzt aber nicht. Aber naja, wir machen es auf Best Performance und gut ist, das machen wir jetzt mal so. So, wir haben jetzt mal unser Unra so soweit so gut eigentlich schon mal vorbereitet. Äh, ab jetzt können wir für jede Schandtaat das Ding hier machen. Äh, Übersicht, schauen wir noch mal rein. Äh, wie gesagt, die Docker-Apps sind da, die sind da, da, da. Virtuelle Maschinen habe ich jetzt noch keine drin. Da müssten wir eigentlich mal gucken, wie man eine virtuelle Maschine, da gab es ja irgendwie jetzt die Mitteilung, dass es natürlich ein bisschen anders auch gehen würde okay, also ja, großartige Änderungen gibt es jetzt nicht so wirklich. Was gibt es ja noch? Ja, die linux systeme sind eigentlich alle gleich eigentlich. Ähm, Open Alec, ja, ist auch gleich. Windows 11, Windows 10, Windows 8, ja, ist auch gleich. Also da hat es jetzt nicht so viel geändert mit den VMs. Custom ist klar. Ähm, vom Docker her, vom System-Docker her, wie gesagt, hat er hier die zwei Dinger hinzugefügt. Ähm, wer das hier nicht kennt, Netboot XY, oder XYZ besser gesagt, das hier ist dafür da, dass man über das Netzwerk ähm, Betriebssysteme booten kann. Ähm, ist ein bisschen, ja, kuddelmuddel, ein bisschen komplex. Äh, hat mich auch tagelang gebraucht, bis ich es mal gecheckt habe, wie das funktioniert. Können wir mal auch ein Video extra dazu machen, wie das funktioniert? Das geht eigentlich ganz gut. Ist auch ganz toll, wenn man immer wieder neue Systeme installiert in seinem Netzwerk. Ähm, Finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Ähm, es gibt auch eine Möglichkeit, glaube ich, wenn man Windows da macht, aber da muss man ein paar Einstellungen machen. Habe ich noch nicht probiert, muss ich mal ausprobieren. Gut, ähm, was haben wir hier noch? Schauen wir mal rein, ob es unter den Apps noch irgendwas gibt, was, was interessant wäre. Ähm, was sie dazu haben, sie was Neues gemacht im Proxy Manager. Dann hat der jetzt intern hat das System Proxy Manager. Ist auch nicht schlecht, ja. MySpeed, ja gut. Ähm, oh, Local AI gibt es mittlerweile. Ah, okay. Local AI ist eine AI-Umgebung, die ihr auf einem Android installieren könnt. Ähm, das Ding ist wahnsinnig, wahnsinnig groß. Ähm, ich muss dazu sagen, hier steht es auch irgendwo: bis zu 40 GB. Dann ist es am Speicherplatz weg. Also es kann wirklich viel, viel Speicherplatz wegnehmen. Ähm, ihr müsst auch keine Grafikkarte haben. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr das ohne Grafikkarte installiert oder mit Grafikkarte. Das ist natürlich, hier steht es auch irgendwo geschrieben. Ja, hier. Ähm, Nvidia GPUs werden hier mit so einem Kürzel gezeichnet. Wenn man das nicht hat, muss man das Kürzel hier dann natürlich entfernen in den Einstellungen. Ist aber auch nicht so tragisch. Damit kann man Bilder erstellen, man kann damit chatten, man kann damit Figuren erstellen, man kann und so weiter und so fort. Aber, 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 da gibt es einen kleinen Haken. Und zwar, der Haken ist, für so ein Ding hier braucht sie ja wirklich ein gutes Unraid-System. Also, wenn ihr jetzt ein System so wie ich hier habt mit Celeron äh, und dann hier auch noch 5105 mit 2 GHz und dann nur 16 GB Arbeitsspeicher, äh, würde ich das gar nicht testen. Also, ich würde das gar nicht installieren, weil da braucht sie ja schon Power. Ich habe einen iCore e 7 noch im Unraid, äh, einen anderen Unraid-Server habe ich auch noch daheim. Um, da ist natürlich mehr Prozessorleistung, mehr Arbeitsspeicher und selbst der tut sich da wirklich schwierig. Also der geht auf die vollen Ganzen, auf die 100% Auslastung. Um, da braucht man schon eine richtige Maschine, denke ich mal, so ein richtiges Powermonster. Gut, um, jetzt, hat, jetzt machen wir mal kurz weiter und zwar, wir werden jetzt mal hier mal kurz einen Test laufen lassen. So, wir haben jetzt hier 2,5 Anbindung, haben wir gesagt. Jawohl, jawohl, jawohl. Wir werden das natürlich auch testen. Ne? Das ist ja klar, wir wollen das ja testen. Sonst bringt es ja uns ja nichts. So, jetzt machen wir unseren kleinen Netzwerktest. Ähm, 2,5 ist hier angeschlossen. Gut, ähm, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt gehen wir mal hier auf die Konsole rein. Hier oben ist so ein ganz kleiner Pfeil. Da könnt ihr direkt auf die Konsole gehen. Und wir werden jetzt hier iPerf 3. Minus s machen. So, das bedeutet, auf der Seite vom Unraid wurde jetzt der iPerf 3 Server aktiviert und er ist jetzt auf Listening. Also er hört gerade zu und wartet auf eine Verbindung. Ähm, wir machen hier. Ähm, halt, ich mal, was mache ich denn? Ähm, das hier wollte ich machen. So, Command. Okay. Ich habe hier auch iPerf auf meinem System installiert. CDI Perf, So, äh, das müsste es sein, jawohl, und dann schreibe ich hin. I, Iperf 3. Dann die I, äh, Client, also C für Client. Ich bin jetzt der Client, also mein PC, mein Windows-PC hier. Dann die IP-Adresse. Wenn ich sie mal richtig schreiben würde, dann wird es richtig passen. So, da 65 und OK. So, jetzt schickt mein Windows das hier, Daten rüber zu Unraid und schaut zu, ob das dementsprechend auch von der Geschwindigkeit passt. Ähm, ja, 137 Sender und Receiver 137. Gut, woran liegt das jetzt, dass jetzt nicht hier die volle Leistung rauskommt? Es liegt daran, dass ich mit einem WLAN-Anschluss verbunden bin. Allerdings habe ich WiFi 6-Version bei mir am PC. Mit einer WLAN-Karte, die über PCI Express angeschlossen ist. Ähm, dafür finde ich es aber gar nicht mal so langsam. Ne? Also, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ne? Also, auf jeden Fall mehr als wie eine normale 100-Megabit-Leitung. Ähm, gut, wir werden jetzt natürlich auch noch mal ein Paket testen. So, Und dafür werden wir erstmal mal eine Freigabe erstellen. So, machen wir das mal weg. Jetzt machen wir hier eine Freigabe. Wir machen eine Freigabe hinzufügen und nennen sie einfach mal Test von mir aus. Ja, nennen wir es einfach Test. Äh, Primärer Speicherort Array, Sekundärer Speicherort Keiner, Freigabe hinzufügen. Ja, habe jetzt keine Größen, Speicher oder sowas jetzt hier ab abgegeben, aber Maximal Speicherplatz geht schon. Ähm, exportieren, ja. Sicherheit öffentlich anwenden. Ähm, da müssen wir das gucken, dass wir das natürlich hier auch finden und zwar unter da, 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 Netzwerk Tower. Hier ist Test. Kann ich da schon was erstellen? Mal gucken. Ja, kann ich. Gut. So, jetzt machen wir mal hier eine Datenübertragung. Ich bin jetzt mit meinem Windows 11, ja, Windows 11 äh, über WLAN Wi-Fi 6 natürlich äh, verbunden mit meinem Unraid Server. Der Unraid Server ist mit 2,5 äh, Gig-Anschluss, also Netzwerkanschluss, an einen 2,5 Switch. Und das ist wieder mit 2,5 an meinem Router mit 2,5 angeschlossen. Ähm, Testpaket, hier habe ich eins mit, wie groß ist das eigentlich? 4,3, ja, das kopieren wir einfach mal und tun es einfach mal hier einfügen, dann sehen wir mal weiter. So, Geschwindigkeit, ja, 16, 17, 16, 12, 10, 11, 11, 10 geht sogar runter, 4 Minuten sagt er ungefähr. Für die Übertragung mit WLAN finde ich es gar nicht mal so schlecht. Also mit WLAN, na gut, er zieht auch ein bisschen runterwärts und noch weiter runterwärts und dann wieder nach oben wird. Das ist ja, ja gut, das ist natürlich nicht so toll. Gut, man muss jetzt überlegen, WLAN ist jetzt nicht so toll. Das ist klar. Er geht jetzt über eine große Distanz bis darüber ins andere Zimmer und dazwischen sind auch Wände und so weiter und so fort. Aber ähm, prinzipiell finde ich es nicht schlecht. Könnte natürlich besser sein, ja. Ähm, Wenn es mit Kabel wäre, dann wäre es natürlich noch schneller, das ist ja klar. Ähm, wir werden das natürlich auch nochmal machen, aber dafür machen wir ein zweites Video diesbezüglich. Da habe ich nämlich noch ein paar Kleinigkeiten, die ich vorbereiten möchte und dementsprechend auch ja, testen möchte bei Android. Ähm, gut, das hier belassen wir so. Das können wir abbrechen. Brauche jetzt nicht darüber alles auf dem Server drauf haben. Gut, könnte natürlich schneller sein. So. Jetzt haben wir natürlich hier die, die Übertragung gemacht mit einer Paritär- und einem Datenträger, was eigentlich nur SATA ist und ich habe jetzt hier noch kein Cache. Also ich habe jetzt nichts mit Cache gemacht, kein Cache-Device, ähm, habe jetzt auch keine Fine-Einstellungen gemacht oder sowas. Ähm, ja, es ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? je nachdem, wie man es haben möchte. Wenn man natürlich permanent über das Netzwerk darüber arbeitet mit äh, großen Datenmengen, dann ist es natürlich nicht so zu empfehlen. Dann müsste man natürlich eine andere Möglichkeit finden, 2,5 Netzwerke überall mit allen Gerätschaften zu machen, wäre natürlich optimal. Gut, fürs erste Video belassen wir es so. Ich möchte noch ein paar Sachen vorbereiten, dass wir es im zweiten Video machen. Und dann werden wir natürlich ein bisschen mehr installieren und mehr Sachen testen. Aber bis dato reicht es vollkommen aus. Ne? Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen näher bringen, äh, einen kleinen Einblick ins 7 system reinbringen. Kann ich nur empfehlen, Unraid ist sehr zu empfehlen, ähm, auch für Privat- oder Gewerbliche, nachdem ihr es wollt. Und ich werde natürlich die ganzen Links äh, noch in die Videobeschreibung unten reinsetzen, was ihr da braucht oder welche Apps ich da verwendet habe. Schreibe mich alles mit rein. Gut, nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit Unraid.